herzlich willkommen. Wir leben heute in einer Generation, in der das Internet faktisch nicht wegzudenken ist. Es gibt tausende Möglichkeiten, sich über verschiedene Plattformen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Jeden Tag kommen aus allen Teilen der Welt neue Internetnutzer zusammen und kommunizieren miteinander. Doch das Internet hat auch einige Nachteile. Es werden vielfach Daten veröffentlicht und teils sogar missbraucht. Das kann Nutzern erheblich schaden. Im folgenden Clip will ich Ihnen zeigen, was passieren kann, wenn man unüberlegt Daten im Internet preisgibt. Das ist Tom. Tom hat gerade auf einer Internetplattform geschrieben, dass er beim Fahren mit seinem Wagen ein anderes Auto aus Versehen gerammt hat. Er freut sich darüber, dass niemand den Vorfall gesehen hat, und berichtet nun, über Internet, seinen Freunden davon. Was Tom jedoch nicht weiß, ist, dass viele Internetplattformen heutzutage überwacht werden. Die Polizei will die gesammelten Internetdaten benutzen, um Straftäter leichter ausfindig zu machen. Selbst Arbeitgeber suchen heute in sozialen Netzwerken ihre Angestellten. Auch wenn es aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht immer möglich ist, dies zu tun, so wird man im Internet doch überwacht. So wissen Polizei, Arbeitgeber und sogar die Lehrer oftmals kurz nach Veröffentlichung eines Textes im Internet über diesen Bescheid. So hat nach Toms Publikation es nicht mal eine Stunde gedauert, bevor die Polizei bei ihm vor der Tür stand. So kommt Tom wegen seines Vergehens zwar nicht gleich ins Gefängnis, aber auch kleine Straftaten bleiben im Internet nicht verborgen. Also bedenkt, etwas in sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, ist wie im Rampenlicht stehen. Man bleibt nie unentdeckt. Sie sehen, man ist nie ungesehen im Internet unterwegs. Achten Sie darauf, was Sie veröffentlichen. Es ist Ihr Privatleben. Da wir nun die Gefahren des Internets ein wenig besser kennen, können wir bewusster ins Netz gehen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.